Liebe Erstsemester, mein Name ist Daniela Dieterich. Ich bin Ihre Dekanin hier an dieser medizinischen Fakultät und auch noch Direktorin des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie. Und ich möchte Sie heute sehr, sehr herzlich begrüßen, nur virtuell, aber das holen wir sicherlich persönlich einmal nach. Leider werden wir Sie aufgrund der rasant anwachsenden Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 nicht am Mittwoch persönlich begrüßen, weder im zentralen Hörsaal noch wie angedacht im Cinemax. Wir können dies leider mit Rücksicht auf unsere Patientinnen und Patienten, auf die Kollegen und Kolleginnen, auf ihre Kommilitonen nicht tun und bitten Sie dafür um Verständnis. Wir laden Sie aber recht herzlich zu unserer virtuellen Einführungsveranstaltung in unseren Zoom-Hörsaal ein, in der ich Sie dann offiziell nebst meinem Studiendekan Professor Frodel, der Vertreterin des Studiendekanats Frau Dr. Winkler-Stuck, Herrn Dr. John, der die Klasse Hausärzte koordiniert, sowie dem Fachschaftsrat mit Martin Silmer und Sabrina Sulzer und den Erstsemestertutorinnen natürlich herzlich begrüßen werde. Am Donnerstag bringen Ihnen Frau Dr. Winkler-Stuck vom Studiendekanat, Frau Röhner von der Medizinischen Zentralbibliothek sowie Herr Subotta von der E-Learning-Plattform die Grundlagen des Studierens bei. Am Freitag schließlich erwarten Sie Ihre ersten Einführungsvorlesungen mit Dozenten, die Sie bis zum Physikum begleiten werden. Mit dabei sind Frau Professorin Keilhof, die Ihnen die Medizin aus der biologischen Sicht nahebringen wird, Herr Professor Verheil, Frau Professorin Brink-Schulte, Herr Professor Apfelbacher und natürlich Herr Professor Hoffmann. Trotz Corona sind wir für Sie präsent und da. Nutzen Sie die vielfältigen Angebote der Kommunikation, der digitalen Lehre und der Präsenzlehre. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere wunderbaren Fachschaftsmitglieder, die Erstsemester-Tutorinnen und Tutoren für die Q&A-Session am vergangenen Sonntag. Bitte bleiben Sie gesund und achten Sie die AHA-Regeln.